Wir leben in einer geschäftigen Welt, einer schnelllebigen Welt. Gerade deshalb ist es besonders wichtig, uns die Zeit zu nehmen und einen Gang runterzuschalten. In der Welt der Kommunikation heißt das, sich Zeit nehmen und sich auf die Kernbotschaft konzentrieren, sodass wir erkennen können, was wichtig ist und was nicht. Das Zen der Präsentation ist mehr eine Herangehensweise als eine Methode. Eine Methode können Sie aus dem Bücherregal ziehen und Schritt für Schritt abarbeiten. Das Zen der Präsentation ist also eine Herangehensweise, die Ihnen hilft, wesentlich bessere Präsentationen zu halten. Jede Präsentation hat drei Teile. Das sind die Vorbereitung, die Gestaltung und der Vortrag. Das ist bei so ziemlich jeder Präsentation dasselbe. Ich habe nun drei Ideen aus der Welt des Zen genommen, drei ganz einfache Prinzipien. Das erste ist Zurückhaltung, was vor allem in der Vorbereitungsphase zum Einsatz kommt. Wir wollen herausfiltern, was wichtig ist und was nebensächlich. Und Letzteres werden wir beiseite legen. Uns selbst zu mäßigen verlangt viel Willenskraft und Disziplin. Das zweite Prinzip ist Einfachheit. Was bedeutet das? Einfachheit bedeutet für viele Menschen etwas anderes, aber grundsätzlich folgt sie der alten Weisheit, weniger ist mehr. In der individuellen Gestaltung unseres Vortrages wollen wir also nur das verwenden, was absolut nötig ist, um unseren Standpunkt zu vermitteln. Das dritte Prinzip greift beim Vortrag selbst und heißt Natürlichkeit. Wie können Sie also Ihren Vortrag natürlicher und ansprechender gestalten? Dabei kommen einem Wörter wie Gespräch in den Sinn. Steve Jobs zum Beispiel, obwohl er bei seinen Vorträgen vor rund 5000 Menschen sprach, schaffte es, einen lockeren Plauderton zu behalten. Das ist das Ziel beim Streben nach Natürlichkeit. Jede Woche bekomme ich E-Mails von Menschen, die das Zen der Präsentation gelesen haben oder die dem Blog folgen. Kürzlich bekam ich eine Nachricht von einem indischen Technologen. Er sagte, dieser Ansatz habe sein Leben auf eine gewisse Weise verändert. Er hatte einen unheimlich interessanten Stoff, aber seine Vorträge folgten immer den gleichen alten Mustern, also Tod durch Stichpunkte sozusagen. Er bediente sich einiger dieser Ideen, machte seinen Vortrag viel grafischer, viel ansprechender und das veränderte sein Leben, denn die Menschen hörten ihm auf einmal zu und sie verstanden seine Kernbotschaft. Egal in welchem Gebiet sie tätig sind, wenn sie die Prinzipien des Zen der Präsentation im Hinterkopf behalten, also Zurückhaltung, grafische Aufbereitung und Einfachheit, können sie wirklich unglaublich tolle Vorträge halten. Vermeide das Foliomoment. Was ist ein Foliomoment? Sie haben eine Folie und ein Dokument, schmeißen Sie beides zusammen und Sie bekommen ein Foliomoment. Das passiert, wenn Leute versuchen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu erschlagen. Das Problem dabei ist, dass keine der Fliegen stirbt. Das ist toll, wenn man eine Fliege ist, aber jeder andere bekommt ein Dokument, das ungefähr so aussieht. Es enthält zu wenig Inhalt, um ein nützliches Arbeitsdokument zu sein, und zu viel Inhalt, um die Botschaft visuell zu vermitteln. So etwas passiert, wenn wir uns nicht zurückhalten. Das Gegenteil von Zurückhaltung ist Faulheit. Wir machen uns einfach nicht die Mühe herauszufinden, was wirklich essentiell ist. Mein Rat an dieser Stelle für die Vorbereitung ist daher, erstellen Sie ein umfangreiches Handout. In diesem Arbeitspapier können Sie all die Details aufführen. Wenn Sie das vorher schon machen, sind Sie bei der Gestaltung Ihrer Folien weniger versucht, diese mit Inhalt vollzustopfen, den Sie eigentlich nicht brauchen, den Sie aber meistens für alle Fälle draufschreiben. Für den Fall zum Beispiel, dass jemand nach einem bestimmten Detail fragt. Diese Information steht jetzt in Ihrem Handout. Was hat Zen damit zu tun? Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was hat das Ganze mit Zen zu tun? Ich habe rund 20 Jahre lang in Japan gelebt, außer als ich studiert und als ich für Apple gearbeitet habe. Ich habe in der Nähe von Tokio, Osaka und auch auf dem Land gewohnt.
Zen stammt aus Indien, erlangte größere Beliebtheit in China, aber den größten Erfolg hatte es in Japan. Es ist das Herzstück japanischer Kultur. In Japan spricht niemand über Zen, aber man spürt es überall. Für mich war es ein sehr prägendes Erlebnis, die Kunst des Zen zu lernen. Die Prinzipien des Zen kann man in vielen Bereichen des privaten und beruflichen Lebens anwenden, so auch in Vorträgen. Zen besteht aus vielen Konzepten. Das Wichtigste für mich ist aber Einfachheit. Einfachheit hat vor allem in der westlichen Welt einen schlechten Ruf bekommen. Dabei geht es aber nicht darum, einen Sachverhalt idiotensicher zu machen, Wichtiges wegzulassen oder sich um ein Thema herumzudrücken. Einfachheit ist tatsächlich etwas sehr Tiefgründiges und Mächtiges. Sie ist vor allem nicht einfach zu erhalten. Wenn Sie dieses Video gesehen und vielleicht das Buch gelesen haben, bekommen Sie aber sicher einen Eindruck davon, wie Sie Einfachheit für sich nutzen können, indem Sie das Wichtige herausarbeiten und das Unwichtige weglassen. Einfachheit ist also nicht unbedingt leicht zu erzeugen, aber für unser Publikum entfaltet sie eine große Kraft.